Es dauert kaum mehr als eine Minute, bis er fertig ist. Der Joint, die häufigste Konsumform von Cannabis weltweit. Doch was hier in erster Linie an Kifferklischees erinnert, kann Leben retten. Der Potsdamer Mediziner Dr. Knut Gastmeier ist einer der Pioniere, wenn es um Cannabis als Medikament geht. Von seiner Therapieform ist der Arzt überzeugt. Wir setzen seit über 10 Jahren Cannabis als Medizin ein, insbesondere bei Krebspatienten zur Appetiterregung, und haben gute Erfahrung, wenn man das Cannabis als Medikament betrachtet, das natürlich wie jedes andere Medikament Wirkung und Nebenwirkung hat, aber auch mal eben nicht wirken kann. Aber bei den Patienten, bei denen dieses Medikament eine Wirkung zeigt, ist eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen und sehr gute ärztliche Erfolge zu verzeichnen und auch dokumentarisch nachzuweisen. Doch nicht jeder, der Cannabis als Medikament nutzen will, darf das auch. Dr. Gastmeier behandelt nur schwerstkranke Krebs- und MS-Patienten mit seinen Hanfextrakten. Die Kosten für eine Monatsdosis belaufen sich auf 200 Euro. Krankenkassen übernehmen nur selten die Kosten. Dabei scheint Cannabis im Vergleich zu anderen Pharmaprodukten deutlich verträglicher zu sein. Im niedrigen Dosisbereich, wie wir sie für die Appetiteinregung benötigen, sind die Medikamente eigentlich nicht gefährlich. Nicht im Vergleich zu anderen Schmerzmitteln, zum Beispiel die Magenblutung, die auch tödlich verlaufen können, auslösen können. Das haben wir in den niedrigen Dosis bei dem Cannabis nicht. Somit ist Cannabis in der Therapie unter ärztlicher Aufsicht ein fast problemloses Medikament, wo Patienten nicht damit rechnen müssen, dass irgendwelche Schädigungen eintreten. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht zum ersten Mal einem Patienten erlaubt, zu Hause Cannabis anzupflanzen und somit einen Präzedenzfall geschaffen. Die Kostenersparnis gegenüber der Apotheke liegen pro Jahr dabei schon im vierstelligen Bereich. Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband fordert gleich die komplette Legalisierung. Was wir jetzt haben, die Prohibition, der Schwarzmarkt, der dadurch gefördert wird, ist ein Förderprogramm für organisierte Kriminalität. Kostet enorm viel, ohne irgendwas zu bringen. Also die Strafverfolgung durch Polizei, Justiz und Gerichte kostet über 1 Milliarde Euro pro Jahr. Wir lassen uns mindestens 500 Millionen Euro Steuern entgehen, wahrscheinlich noch deutlich mehr. In Colorado nach der Legalisierung haben sie jetzt angefangen, damit Schulen zu sanieren mit den Steuereinnahmen. Das halte ich also auch für wesentlich sinnvoller, zumal das Verbot eben den Konsum gar nicht senkt. Das hat überhaupt keinen positiven Effekt. Von daher soll man das lieber sinnvoller organisieren und dann ist man eben auch die Schwarzmarktprobleme los. Vom Präzedenzurteil zum Eigenanbau profitieren vorerst aber nur schwerstkranke Patienten. Doch die Weichen sind gestellt, dem Gras das Kiffer-Image endgültig abzuschaffen.